Hallo, hallo zusammen. Ich hoffe, ihr könnt mich alle hören. Ich bin Nina von der Firma Travelworks und ich begrüße euch ganz herzlich zum kleinen Vortrag „Das Leben geht weiter. Entdecke die Welt mit Travelworks“. Ihr könnt, während ich die kleine Präsentation halte, in den Chat schreiben. Es wäre ganz lieb, wenn ihr vielleicht einmal kurz alle Hallo oder sowas schreiben könnt. Dann sehe ich, dass ihr mich auch hört. Und dann würde ich direkt starten. Okay, das funktioniert. Super, alles klar. Gut. Dann erzähle ich euch ein bisschen über unsere Firma. Also ich bin Nina, ich bin seit 1999 bei Travelworks. Wir sind ein Spezialreiseveranstalter mit Sitz in Münster und wir haben noch ein zweites Büro in Wien. Wir haben 30 begeisterte Mitarbeiter und wir feiern jetzt nächstes Jahr tatsächlich schon 30-jähriges Bestehen. Somit haben wir alle im Team viel Erfahrung und haben wirklich ein gutes Netzwerk an Partnern und Schulen auf allen Kontinenten. Heute möchte ich mich speziell mit dem Thema Sprachreisen beschäftigen, denn das ist auch so ein bisschen mein Schwerpunkt in der Firma. Alle Sprachreisen sind buchbar für Teilnehmer ab 16 Jahren. Es gibt kurze Sprachreisen mit einer Dauer von ungefähr einer Woche und es gibt auch die Möglichkeit, Langzeitsprachkurse zu machen. Das startet dann bei 3 Monaten und ist buchbar bis tatsächlich ungefähr einem Jahr. Man kann bei uns auch viele Reisen miteinander kombinieren. Das heißt, man kann Sprachen miteinander kombinieren oder auch Städte und der Start ist immer ganzjährig. Wir haben für Anfänger feste Starttermine. Ansonsten starten die Kurse wirklich jeden beliebigen Montag. Jeder Teilnehmer macht am Anfang einen Einstufungstest, sodass wir auch sicher sind, dass der Kurs auf dem richtigen Level stattfindet. Und es ist, egal wie lange man den Kurs belegt, immer ein fortlaufender Kurs. Das heißt, auch wenn man zum Beispiel einen Langzeitkurs macht von 12 Wochen, es ist immer fortlaufend, man wird nichts wiederholen. Die Sprachreisen sind immer eine nette Kombination aus Lernen und Freizeit. Das heißt, die Schulen bieten immer ein sehr umfangreiches Freizeitprogramm an, mit Sport, Besichtigung, Kochkurse werden zum Teil angeboten, sodass man dann halt auch schnell Kontakte knüpfen kann. Teilweise lernt man bei diesen Aktivitäten natürlich dann auch Einheimische kennen und das ist wirklich dann eine sehr gute Variante, die Sprache wirklich ausgiebig zu lernen. Der Unterricht findet immer bei ausgebildeten Muttersprachlern statt. Das heißt, auch in den Kursen ist die Muttersprache, also die zu erlernende Sprache, dann die einzige Sprache, die wirklich auch gesprochen wird. Und in den Schulen herrscht dann auch immer die Politik, dass man nur die Sprache spricht. Wir bieten Sprachreisen für Englisch an, in Großbritannien, Irland, auf Malta, in den USA, in Kanada, Australien, Neuseeland und Südafrika. Für Spanisch, spanisches Festland, auf Ibiza, auf Teneriffa, in der Domrep, Kuba, Mexiko, Costa Rica, in Panama, Kolumbien, Argentinien, Ecuador. Französischkurse gibt es in Frankreich und in Kanada, in Montreal. Dann Italienischkurse in Italien, Portugiesischkurse in Portugal und Japanisch in Japan. Das war halt auch noch ganz wichtig zu wissen, dass jetzt auch in diesem Jahr, was ja auch sehr besonders ist durch die Corona-Krise, wir trotzdem sehr viele Sprachreisen in Europa anbieten konnten seit dem Sommer. Das heißt, die Sprachschulen haben wirklich auch alle geöffnet und bieten die Kurse wirklich auch live an. Also das sind dann keine Online-Sprachkurse, sondern tatsächlich auch wirklich Live-Kurse. Man kann immer zwischen verschiedenen Kursvarianten wählen. Es sind
der Standardkurs und der Intensivkurs sind allgemeinsprachliche Kurse. Das heißt, da geht es um Vokabeln, Aussprache, Grammatik, Alltagssprache. Die Standardkurse haben immer zwischen 15 und 20 Wochenstunden. Die Intensivkurse in der Regel 30 oder 40 Wochenstunden. Es gibt Intensivkurse spezial, das heißt, es sind immer Kombinationen aus Gruppenunterricht kombiniert mit Einzelunterricht. Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn man sich spezialisieren will, dass man zum Beispiel bestimmtes Fach, die Fachsprache erlernen möchte oder sich auf eine Prüfung vorbereitet oder wirklich sehr intensiv lernen möchte. Denn der Lehrer kann sich dann tatsächlich wirklich auf die Bedürfnisse des einzelnen Teilnehmers halt einstellen. Dann gibt es Wirtschaftskurse mit dem Schwerpunkt halt entweder Wirtschaftsenglisch, Französisch oder Spanisch. Das ist dann auch für die Teilnehmer, die es entweder für den Beruf benötigen oder halt Englisch fürs Studium benötigen. Das sind dann so Spezialkurse. Dann haben wir teilweise auch noch Kurse kombiniert. Da gibt es zum Beispiel Kochkurse, Tanzkurse, Sportkurse. Da gehe ich aber gleich später halt noch ein wenig drauf ein. Die Unterbringung bieten wir immer in Gastfamilien an. Das ist eigentlich auch somit die beliebteste Variante, denn die meisten, die die Sprachreisen buchen, möchten sich ja schon mit Land und Leuten auch beschäftigen, die Leute kennenlernen. Und gerade bei den Gastfamilien hat man natürlich dann den besten Eindruck oder den besten Einblick wirklich in die Kultur. Man hat natürlich dann zusätzlich die Möglichkeit, einfach mit der Gastfamilie zu kommunizieren, gerade beim Essen. Und lernt halt so, wie gesagt, viel von Land und Leuten kennen. Wenn man etwas unabhängiger sein möchte, gibt es immer Unterbringungen in Wohnheimen zusammen mit anderen Sprachschülern. Es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel in WGs zu wohnen. Das sind dann einfach Wohnungen, die quer im Stadtgebiet angemietet wurden, wo man dann tatsächlich auch mit anderen Sprachschülern zusammen wohnt, sich selber verpflegen kann. Wenn man ein bisschen Privatsphäre möchte, gibt es Studios, das sind so kleine Ein-Zimmer-Apartments mit einer eigenen kleinen Kochzeile und mit einem eigenen Bad. Und wenn man halt ganz unabhängig sein möchte, kann man natürlich auch Hotels oder Pensionen oder Hostels buchen. Es gibt eine Reihe von besonderen Kursen, auf die ich nochmal kurz eingehen möchte. Wir haben altersbezogene Kurse, da gibt es einmal die Kurse 16 plus. Das sind Kurse für Teilnehmer, die halt noch ein bisschen Betreuung benötigen und halt einige Leistungen sind bei diesen Kursen inklusive, wie zum Beispiel immer der Transfer vom Flughafen zur Unterkunft und zurück. Und es sind bei den 16 plus Kursen in der Regel auch immer ungefähr 2 oder 3 Aktivitäten pro Woche schon im Preis enthalten, sodass man halt schon ein bisschen Programm hat, aber sich auf der anderen Seite halt dann doch auch ein bisschen selbstbestimmt halt den Aufenthalt genießen kann. Wir haben spezielle Sprachkurse für Teilnehmer 30 plus. Dort ist dann wirklich die Sicherheit, dass man keine Teilnehmer unter 30 in den Kursen sind. Das finden gerade die etwas älteren Teilnehmer ganz gut, denn die Interessen sind dann doch etwas unterschiedlich. Teilweise sind die Inhalte der Kurse einfach auch ein bisschen spezialisierter auf den Beruf zugeschnitten oder aufs Studium. Und dann haben wir noch Sprachkurse 50 plus. Das ist immer eine Kombination aus ungefähr 20 Stunden allgemeinsprachlichen Kursen und einem Kulturprogramm, was inklusive ist. Das heißt, bei den 50-Plus-Kursen ist es wirklich so, dass die Teilnehmer gemeinsame Aktivitäten machen, viele Besichtigungen, Weinproben und so weiter, sowas wirklich einfach ein bisschen mehr auf die Altersklasse halt abgestimmt ist. Wir sind in fast allen Bundesländern als Bildungsurlaub anerkannt. Das heißt, man kriegt ja zusätzlich zu dem normalen Jahresurlaub nochmal 5 Tage Urlaub für Weiterbildung. Da haben wir die Anerkennung immer für die Intensivkurse. Und wir bieten einige Zertifikatskurse an. Das ist zum Beispiel einmal das Cambridge-Zertifikat, TOEFL und das IELTS in Englisch. In Spanisch die DELE-Vorbereitungskurse,
DELF und DALF für Französisch und dann gibt es noch die italienische Prüfung AIL. Für diese Kurse gibt es immer feste Starttermine und die Kurse schließen in der Regel immer mit einer Prüfung dann ab. Und hier sind so ein paar Eindrücke von den Schulen. Ganz oben, dieses Zimmer ist zum Beispiel so ein Zimmer in einem Wohnheim, wo man wirklich mit verschiedenen im Zimmer wohnt. Dann sind ein paar Aktivitäten, unten ist die Sprachschule auf Ibiza, dass ihr einfach mal so einen Eindruck bekommt. Das zweite große Thema für uns sind Sprachferien. Das sind Sprachreisen für Schüler. Das heißt, die Teilnehmer, die dort an den Kursen teilnehmen, sind immer zwischen, ich gucke mal gerade hier, ob ich noch irgendeine, achso, ich habe hier noch gesehen, die Frage, ob es eine Altersbegrenzung bei den Sprachreisen gibt. Die gibt es nicht. Also bei uns kann wirklich jedermann, der noch Lust hat, die Sprache zu erlernen, buchen. Da gibt es halt keine Altersgrenze. Genau. Genau, die Sprachferien sind Sprachkurse für Schüler zwischen 8 und 17 Jahren. Hier ist es so, dass die Kurse immer in den Ferien stattfinden, also in den Sommer-, Herbst-, Ostern- oder Pfingstferien. Und die Kurse sind immer etwas kürzer, also meistens in der Regel zwischen 1 bis 4 Wochen, halt auf die Ferien begrenzt. Diese Kurse sind immer eine Kombination aus dem Sprachkurs und einem umfangreichen Freizeitprogramm, was auch schon im Reisepreis enthalten ist. Das heißt, die Teilnehmer bekommen ganz am Anfang ihres Aufenthaltes schon das komplette Freizeitprogramm mitgeteilt. Da die Teilnehmer dort minderjährig sind, ist bei diesen Kursen und auch bei den Programmen immer eine Anwesenheitspflicht. Das heißt, hier kann man nicht sagen, okay, ich habe heute keine Lust auf Sport oder so, dann muss man trotzdem bei der Gruppe bleiben und hat halt so den ganzen Tag eigentlich voll durchorganisiert und so können wir halt auch die Betreuung der minderjährigen Teilnehmer während der kompletten Zeit halt garantieren. Auch hier ist es so, dass die Teilnehmer am Flughafen abgeholt werden, zu ihrer Unterkunft gebracht werden und dann am ersten Kurstag einen Einstufungstest absolvieren und dann entsprechend in die passende Klasse eingeteilt werden. Auch hier ist der Unterricht immer bei ausgebildeten Muttersprachlern. Das heißt, auch dort ist das ganze Programm immer in der Landessprache. Wir haben in den Sprachschulen keine deutschsprachigen Betreuer. Also so müssen die Teilnehmer wirklich auch damit die Sprache wirklich sprechen. Genau, die Anreise, das lese ich gerade, ist immer mit dem Flugzeug. Die Anreise buchen sich alle Teilnehmer in der Regel immer selbst. Wir geben dann die Flugzeiten entsprechend an die Sprachschulen weiter und die organisieren dann entsprechend halt die Abholung vom Flughafen. Für die Jugendsprachreisen bieten wir die Sprachen Englisch an, einmal in Großbritannien, dann gibt es Irland, eine Sprachschule auf Malta, in den USA und in Kanada. Französisch haben wir Sprachkurse in Frankreich, dann haben wir ein Jugendprogramm in Spanien. Genau, und es gibt auch noch die Möglichkeit, in Australien und Neuseeland und in England in eine sogenannte Summer School zu gehen. Da ist der Unterschied so, dass man dort halt nicht an eine internationale Sprachschule geht, sondern an eine High School, die in den Sommerferien im Prinzip so eine Art Programm anbieten für internationale Teilnehmer, sodass man zum Beispiel so ein bisschen auch schon
sehen kann, wie der Alltag in so einer Highschool ist. Das buchen viele Teilnehmer, die überlegen, ob sie vielleicht ein Highschool-Jahr irgendwann machen möchten. So ein bisschen halt einfach, um schon mal das Flair kennenzulernen und ja, dann zu überlegen, ob sie tatsächlich Interesse haben an einem Highschool-Jahr oder nicht. Genau. Bei den Jugendsprachreisen gibt es auch immer die Möglichkeit, einen Standard- oder einen Intensivkurs zu buchen. Auch hier sind die Kurse immer, haben entweder 20 oder 30 Wochenstunden allgemeinsprachlicher Unterricht, sodass es da auch wieder um die allgemeinen Sprachgebrauch halt geht. In den meisten Orten bieten wir auch spezielle Abiturvorbereitungskurse an. Hier ist der Unterschied, dass die Klassen nicht wie beim Standard- und Intensivkurs international gemischt sind, sondern der Abiturvorbereitungskurs wird dann tatsächlich in einer rein deutschen Gruppe halt belegt und da geht es dann darum, sich wirklich auf das deutsche Abitur vorzubereiten. Die Lehrer, die diese Kurse geben, sind auch immer speziell geschult und können so natürlich dann auch auf die einzelnen Punkte halt eingehen. In einigen Orten haben wir spezielle Multi-Activity-Programme. Das heißt, es sind Angebote auch für Schüler, wo man einfach noch zusätzliche Freizeitaktivitäten halt dazu bucht. Die Unterbringung ist auch immer bei Gastfamilien. Man bekommt bei der Gastfamilie das Frühstück und das Abendessen bei der Gastfamilie und mittags bekommen die Kinder dann immer ein Lunchpaket mit zur Schule und essen dann halt in der Schule. Bei der Unterbringung im Wohnheim ist es so, dass die Kinder immer vormittags und abends auch in dem Wohnheim essen und mittags dann halt auch in der Schule verpflegt werden. Genau, auf die 16-Plus-Kurse, dazu hatte ich gerade schon kurz was gesagt. Wir haben neben der Fluganreise bei einigen Kursorten auch eine begleitete Busanreise aus Deutschland. Das bieten wir an in den Orten an der Südküste in England. Das heißt, der Bus fährt durch einige Städte in Deutschland und sammelt die Teilnehmer ein. Und so ist das ganz gut für Kinder, die halt zum Beispiel noch nicht alleine fliegen möchten. So bieten wir halt auch die Busanreise an. Die Busanreise haben wir ursprünglich für unsere English Adventure Camps organisiert. Das heißt, die Kinder haben die Möglichkeit, an der Südküste in England in einem Camp Englisch zu lernen. Das ist eine Kombination aus Sprachkurs und Outdoor-Aktivitäten. Das heißt, die Kinder sind sehr viel draußen, klettern, bauen ein Floß oder fahren Kanu. Also es ist ein sehr aktives Programm und das wird auch nur mit Busanreise angeboten. Und das ist halt ein Programm, wo die Kinder vor Ort in einer deutschen Gruppe sind und auch in dieser Gruppe halt zusammen wohnen und lernen. In den Camps sind aber auch einige andere internationale Teilnehmer, sodass man da halt auch den Austausch hat. Der Vorteil bei diesen English Adventure Camps ist sicher für viele Eltern, dass die Kinder einfach auf einem abgeschlossenen Gelände sind, nicht jeden Tag den Weg von der Sprachschule von der Unterkunft zur Sprachschule haben, sondern wirklich alles an einem Platz haben. Genau. So, vielleicht ist es im Moment nochmal in dieser Zeit, die ja doch sehr besonders ist, auch nochmal interessant zu wissen, was jetzt so im letzten halben Jahr einfach möglich war. Als erstes hat Malta wieder geöffnet, das heißt, auf Malta waren eigentlich durchgängig die Schulen geöffnet und es fanden auch Sprachreisen statt. Das war für viele auch eine ganz gute Alternative zu England, wo es ja doch
ja, die Zahlen doch etwas hoch waren. Aber nach und nach hat auch England, haben die Schulen in England wieder geöffnet. Wir haben auch im Sommer bis jetzt zum Herbst einige Teilnehmer vor Ort gehabt. Frankreich, Spanien war gut gebucht, Irland zwischenzeitlich auch, obwohl die auch relativ schnell wieder geschlossen haben. Also so ist vielleicht ganz gut zu wissen, dass man auch jetzt in der Zeit immer auch gut Sprachreisen belegen kann. Die Teilnehmer waren auch so von den Rückmeldungen sehr, sehr positiv. Natürlich gibt es auch dort immer Regeln, die man weiterhin einhalten muss und so weiter. Aber trotzdem finden die Kurse halt auf jeden Fall statt. Wir haben neben den Sprachreisen noch einiges mehr im Programm. Dazu würde ich euch auch ganz gerne noch kurz etwas erzählen. Ein großes Thema ist bei uns Work and Travel. Das heißt, das Programm bieten wir an in Australien und Neuseeland. Da geht es einfach darum, das Land und Leute kennenzulernen, herumzureisen und mit dem Geld, was man dann im Prinzip verdient, dort seinen Aufenthalt einfach finanzieren kann. Work and Travel ist im Moment schwierig zu buchen, weil die Länder einfach noch geschlossen sind. Es werden im Moment halt auch keine Visa ausgestellt. Aber wir sind guter Dinge, dass wir wir denken mal so Mitte nächsten Jahres auch wieder Work and Travel Teilnehmer ins Ausland versenden können, vorausgesetzt, die Grenzen werden wieder geöffnet und es geht dann wieder los. Dann bieten wir an das Auslandspraktikum. Das ist ein Programm für Teilnehmer nach der Schule. Das heißt, man geht dort in eine Firma und lernt den Arbeitsalltag im Ausland einfach kennen. Teilweise sind die Praktika auch schon ab 17 buchbar. Aber ansonsten ist das meistens ein Programm, was die Teilnehmer im Prinzip nach der Schule buchen oder zum Beispiel auch während des Studiums. Das Praktikumsprogramm bieten wir in Großbritannien, soweit das nächstes Jahr visatechnisch geht, denn Großbritannien ist ja aus der EU ausgeschieden und wir sind gerade noch dabei zu schauen, wie das mit der Einreise halt klappen kann. Dann bieten wir das Praktikum in den USA an. Praktikum in China gibt es leider nicht, das habe ich gerade gesehen, dass da auch die Frage war. Dann bieten wir verschiedene freiwillige Arbeitsprogramme an. Das sind Programme, wo man sich etwa sozial engagiert. Also es sind viele Programme im Natur- und Umweltschutz. Es gibt Programme mit Tieren. Genau, Sozialprogramme mussten wir jetzt aufgrund der Corona-Situation erstmal einstellen. Wir gucken aber mal, wie sich das alles entwickelt. Die Freiwilligenarbeit bieten wir hauptsächlich an in Südamerika, in Südafrika und in Asien. Sehr beliebtes Programm bei uns ist auch das Au-pair-Programm. Das Au-pair-Programm bieten wir an ganzjährig in Spanien, in Australien und in Neuseeland und auch in den USA. Im Moment sind Spanien und USA buchbar. Bei Australien und Neuseeland müssen wir halt noch abwarten, wie die Situation sich entwickelt und ab wann die Grenzen dort wieder geöffnet werden. Wir bieten Erlebnisreisen an, das heißt, es sind mehrtägige Touren, zum Beispiel in Australien oder Neuseeland, wo man einfach auch mit einer Gruppe das Land einfach kennenlernen kann. Und ein recht großes Programm ist bei uns das Highschool-Programm. Normalerweise Australien, Neuseeland, in den USA, in Kanada und in Europa. Aktuell haben wir einige Highschool-Schüler in den USA und auch in Europa, also in England und in Irland. Wir schauen mal, wie es mit den anderen Ländern wieder geht. Also ihr merkt schon, im Moment ist es wirklich in diesem Jahr sehr besonders, denn
Reisen in außereuropäische Länder ist leider nach wie vor noch nicht möglich. Aber wir sind guter Dinge, dass auch irgendwann in 2021 Reisen wieder möglich sein werden und dass man dann auch wieder etwas weiter reisen kann. Wir versuchen unsere Teilnehmer auf unserer Website immer aktuell zu informieren, wie die Lage ist. Für uns eine sehr gute Nachricht war, dass die USA jetzt wieder mit der Visa-Beantragung gestartet hat. Das heißt, für das Praktikumsprogramm in den USA, für Au-pair und für Sprachreisen, also für Langzeitsprachkurse, ist es aktuell wieder möglich, Visa für die USA zu beantragen, sodass das Programm jetzt auch wieder anläuft und gut buchbar ist. In Kanada gibt es auch langsam Öffnungen. Das heißt, wir hoffen sehr, dass die Sprachreisen wieder starten können mit einem entsprechenden Visum. Und ja, dass es bald alles wieder losgeht. Genau. Genau. Hier habe ich euch nochmal so eine kleine Übersicht zusammengestellt, welche Programme für welche Altersklassen möglich sind. Also ab 10 Jahren gibt es halt die Sprachreisen und das English Adventure Camp, hauptsächlich in den Ferien. Ab 14 Jahren kann man bei uns das Highschool-Programm buchen. Das ist dieses Austauschjahr während der Schulzeit. Wie gesagt, die meisten Teilnehmer sind 14 oder 15, wenn sie das Programm buchen. Ab 17 Jahren gibt es halt die Möglichkeit, Freiwilligenarbeit und Praktika im Ausland zu buchen. Und ab 18 Jahren dann halt auch die ganzen Arbeitsprogramme wie Work and Travel, das Praktikumsprogramm, das Au-pair-Programm. Denn für diese Programme müssen die Teilnehmer bei Start auf jeden Fall schon 18 Jahre alt sein. Genau. Die Übersicht über die ganzen Möglichkeiten findet ihr auch nochmal auf unserer Website. Es gibt ja viele Anbieter und ihr fragt euch sicher, was Travelworks besonders macht. Also wir feiern, wie gesagt, nächstes Jahr unser 30-jähriges Firmenjubiläum. Das heißt, unsere Mitarbeiter haben alle wirklich viel Erfahrung im Tourismus und im Umgang mit unseren Partnern. Bei uns im Büro hat jeder Teilnehmer eine persönliche Betreuung durch einen persönlichen Ansprechpartner, der dann halt von der Buchung bis zum Ende der Reise wirklich für ihn zuständig ist. Wir haben alle eigene persönliche Auslandserfahrung, haben zum Beispiel Au-pair oder Work and Travel gemacht. Ich persönlich kenne auch sehr, habe fast alle Sprachschulen in Europa schon besucht, kenne auch die Partner wirklich schon sehr lange und genau, wir können da aus diesem Grund auch wirklich persönlich beraten und unsere eigenen Erfahrungen mit euch teilen. Wir haben recht viele Programme, die wir anbieten. Wir haben sehr viele langjährige Partnerschaften mit unseren Partnern im Ausland. Das heißt, sind auch langjährige Zusammenarbeit wirklich, die stattfinden. Wir haben diverse Auszeichnungen schon bekommen. Wir bieten immer Komplettpakete an. Und bei uns ist es halt auch möglich, alle Programme, die wir auf unserer Website wirklich anbieten, miteinander zu kombinieren. Das heißt, man kann zum Beispiel eine Sprachreise mit Work and Travel kombinieren oder das Au-pair-Programm mit Work and Travel oder man kann auch einfach sagen, man möchte verschiedene Sprachreisen miteinander kombinieren. Das heißt, man lernt Englisch in England, macht danach noch einen Kurs in Spanien. Also alles, was wir wirklich in unserem Programm haben, ist miteinander kombinierbar. Wir haben immer eine 24-Stunden-Notfallnummer. Das heißt,
egal was ist, erreicht ihr uns immer, wenn irgendwas passiert. Unsere Partner sind auch rund um die Uhr erreichbar, wenn irgendwelche Probleme auftauchen oder so weiter. Also da ist immer jemand da. Genau, also wir sind wirklich guter Dinge, dass wir nächstes Jahr wieder voll durchstarten können. Und wir hoffen, dass ihr alle die Lust am Reisen nicht verliert und dass ihr trotzdem auch so drauf brennt, dass alles wieder öffnet und die Reisen wieder stattfinden können. Genau, wenn ihr Lust am Reisen habt, kommt gerne auf unsere Website, schaut euch unsere Programme an. Wir sind auch immer persönlich erreichbar. Wir haben im Moment etwas eingeschränkte Bürozeiten. Wir sind im Moment zwischen 10 und 16 Uhr zu erreichen. Und wenn ihr Interesse habt, meldet euch gerne nochmal bei uns im Büro. Dann können wir auch eure persönlichen Fragen gerne nochmal klären. Und wir hoffen, dass ja, wir uns bald nochmal wiedersehen oder wieder hören. Genau. Wenn ihr noch Fragen habt, die ich jetzt nicht geklärt habe, dürft ihr mir gerne auch noch was in den Chat schreiben. Genau, ansonsten bin ich eigentlich mit meinem Vortrag durch und danke euch sehr, dass ihr alle dabei wart und ja, wünsche euch allen guten und schönen Abend und hoffentlich bis bald.